Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2, heute am 6.7. im Jahr 2023. In der letzten Folge haben wir die, ja, wie hieß das Level? Ist es zufällig das? Ja, perfekt. Skylos Einöde, die haben wir meiner Meinung nach auf 100% abgeschlossen Lied und haben dann über Frauen geredet, was sie so können, was sie nicht können. Grundsätzlich, was so der aktuelle Regierungsplan der Plan der Regierung ist. Und wie ihr gehört habt, ne, das Ganze ist so eskaliert, dass ich gejagt wurde, mal kurz ein Jahr im Knast war, ne, wegen diesem ganzen frauenfeindlichen Zeugs, haben sie es ja genannt, und deswegen konnte ich jetzt erst hier wieder für euch weiterspielen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Es gibt keine wirkliche rationale, keinen Grund, keine wirkliche Entschuldigung. Dementsprechend, ja, muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Man hört es raus. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Möchte natürlich wieder hier auch an das Spyro-Niveau anknüpfen, welches wir bisher hatten. Ich bin mal kurz ruhig. Ja, das waren ungefähr die Leute, die sich so dachten, hey komm, wo sind die neuen Spyro-Folgen? Da haben sie einfach auf mich gespuckt, und ja, da muss ich mich einfach entschuldigen, das war ziemlich behindert von mir. Ich hoffe, dass, ja, dass sie mir das verzeihen können. Passiert in letzter Zeit öfter, aber ich komme nicht mit leeren Händen, und das hat man hoffentlich schon gehört. Ich habe sowohl die Audioqualität als auch die Bildqualität nochmal hochgeböllert. Von daher hat sich das dann doch vielleicht doch irgendwie gelohnt, und ja, der gehört ein bisschen penetriert. Und das Ding ist, ich dachte erst, dass das meine Auftraggeber wären, dass die mir so sagen, dass ich das halt zu tun habe, aber scheinbar sind das ja hier die Gegner, ja, weil die Vögel, die sind hier natürlich die Opfer in der Geschichte. Wenn wir mal, wow, mit ihm reden, ja, ich wusste spontan nicht, wie ich anhalten kann. Entschuldige bitte die Unordnung, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie das Feuer unter unseren Kesseln ausgeblasen und dann noch unser Schiff geschlossen. Und natürlich ist Michael Hulzmann wieder der Erste, der mir begegnet. Wenn du das Feuer unter dem Boilern wieder anfachst, kannst du es sicher bis zum Schiff schaffen. Der Dampf von den Kesseln wird unsere hochentwickelten Maschinen aktivieren. Ah, gut zu wissen, ne? Da haben wir ja schon mal mit dem Ersten so ein bisschen vorgeworfen. Okay, die Musik böllert schon ziemlich rein, aber das... Oh ja, das war natürlich die falsche Taste. Da muss ich natürlich einfach nach dem Springen nochmal die X-Taste drücken. Ja, ne, vielleicht sollte ich nochmal mit dem Jäger reden, mit dem Jägerschnitzel, damit er mir nochmal sicherheitshalber die Steuerung näher bringen kann. Aber wir wissen ja, dass selbst wenn wir hier Game Over gehen würden, dass wir da nicht wirklich mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen haben. Also, gehen wir mal hier weiter und schauen mal, ob wir das mit dem Boiler machen. Okay, der könnte aus Mario stammen, ne? Diese Steine da, die dann immer nach unten äumseln. Was ist das für ein Vieh? What the fuck, ey? Okay. Das, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der ist verbuggt, aber der sieht halt wirklich einfach so aus, ne? Okay, und Feuerwehrmänner haben sie auch. Das sind das nicht? Guck mal, die Kanonen, die haben wir doch in dieser einen Welt gesehen, wo da Krieg herrschte gegen die... Ja, da haben die auch gegen die Vögel Krieg gemacht, ne? Interessant, interessant. Können wir dann... Achso, wir sollen den wahrscheinlich abschießen, aber warum eigentlich? Ja, wahrscheinlich, weil er Edelsteine hat. Ich meine, er stellt ja selber nicht wirklich eine Gefahr dar, oder? Achso, scheinbar ja doch. Gut, das wird mir dann vielleicht potenziell irgendwer anderes sagen. Ey, ja, sorry, ich hab das Gefühl, dass ich mich nicht ordentlich entschuldigt habe. Das war auch jetzt dumm, ne, weil wir erstmal so in ein Level gehen mussten und hier mal so ein bisschen nach dem Rechten schauen sollen. Also lasst es mich nochmal machen. Wie gesagt, es gibt keinen wirklichen Grund, das passiert mir öfter. Ich habe jetzt nicht in dem Jahr irgendwie Pause gemacht, falls ihr mich jetzt durch dieses Let's Play gefunden habt und das am Stück gehört habt. Ich habe tatsächlich, ach, das ist gar nicht mal untertrieben oder übertrieben, bestimmt 1000 weitere Videos von anderen Sachen gemacht. Manche habe ich halt beendet, manche nicht. Manchmal passiert da irgendwas, ich kann euch gar nicht sagen, was da... Ach, wobei doch, ja, das war ja so, dass ich hier einen richtigen Upload-Plan hatte, ne?
Da hatte ich dann irgendwie 5 Let's Plays oder so und jeden Tag sollte dann 4 von einem Let's Play laufen und irgendwie, ja, bin ich dann wieder nicht hinterhergekommen. Also ich hatte dann einen Max Payne-Tag, einen Spyro-Tag und so weiter und so fort und ja, da habe ich mich dann übernommen und habe dann dementsprechend das eine oder andere schleifen lassen. Aber jetzt habe ich tatsächlich einen richtigen, vernünftigen Upload-Plan und zwar wird am Ende eines jeden Monats der gesamte Kalender des nächsten Monats angezeigt, wie bei einer Fern... Die Landratten haben den ganzen Hafen mit Stachelminen übersät. Ach, wenn du sie wegräumst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Venusmuschel gefunden habe. Gut, solange du dir nicht die Kugel gibst. Achso, das ist jetzt hier wieder dann Moorhuhn-Style, nehme ich an. Ja, ja, schätzungsweise. Ja, wie bei einem... Bei einer Fernsehzeitung wisst ihr dann jetzt schon, was da so kommt. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier nochmal eine große Pause machen werden. Ist aber nicht auf Zeit, ne? Da muss man, ich würde sagen, einfach den richtigen Winkel einstellen, genau. Und dann dürfte ja theoretisch eigentlich nichts mehr, oder? Ich meine, der war jetzt rot. Die sind alle rot, weil sie aus dieser Lava kommen. Und fliegen sie unterschiedlich? Ich bin mir nicht sicher. So, genau. Mal gucken, ob ich den Tonus halten kann. Nee, das ist ja bescheuert. Die können ja nicht alle hier rauskommen, weil ich habe ja den einen da hinten schon penetriert. Es ist schon irgendwie komisch, ne? Dass wir die Mission quasi erst jetzt bekommen haben, obwohl da hinten schon einer war. Ist das Spiel irgendwie davon ausgegangen, dass ich es dann... Ups. Vielleicht, da geht er hin, die Taxe. Dass ich es vielleicht potenziell ignoriere oder so. Natürlich wird da direkt raufgeballert, wenn man kann. Und hier, ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Sieht gut aus. Wie auch immer das funktioniert. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, laufen die auf Batterien oder so? Wer steuert die Dinger? Und vielleicht so eine unsichtbare Seil da, mit dem die befestigt sind oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wären wir hier wieder. Oder? Ja, genau. Das hat aber auf sich warten lassen. Penetriert. Und hier gibt es einen Leben. Also penetriert von der Fee natürlich. Den guten Gag habe ich natürlich nicht vergessen mit der Fee. Und hier können wir dann mindestens einen, ja, ein oder zwei, da bin ich mir nicht sicher. Okay, ich kann nicht niedriger, oder? Nee, okay. Da muss ich natürlich schauen, dass wie mache ich das hier vielleicht so? Genau. Jetzt muss ich nur noch zur richtigen Zeit schießen, oder? Nee, ich glaube, ich muss noch ein Stück, genau. Das habe ich jetzt, falsch analysiert. Und der ist wahrscheinlich noch ein Stück weiter hinten, nicht wahr? Oder, ich weiß nicht. Ah. Ja, okay, so. 5 von 8. 3 fehlen also noch. Sehr, sehr gut. Ja, was sag ich zu diesem Level hier? Ja, Musik ist auch okay, ne? Man sieht, die Kreationen, sie überschneiden sich manchmal ein wenig, aber da kann man dann wieder sagen, das war ja auch so wie bei den Mönchen und diesen anderen Leuten, ne, wo ich da meine Zweiter Weltkriegsmetapher verwendet habe. Manche sind dann vielleicht doch minimal miteinander verwandt und okay, hier muss ich noch ein paar Gegner mehr töten. Von daher, das ist ja alles immer noch unter der Kategorie Avalach, meine ich. Du hast natürlich diese verschiedenen Portale, aber die Galaxie, könnte man quasi sagen, ist halt Avalach und da ist der ein oder andere mal ausgewandert und hat vielleicht den ein oder anderen hier zur Welt gebracht. Und dementsprechend gibt es da die ein oder anderen Überschneidungen, würde ich mal sagen. Hier gibt es schon wieder ein Leben, interessant. Ja gut, finde ich jetzt spontan ein bisschen krass, aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch mit den Muppets, weil da gab es ja relativ wenig Leben. Das ist ja beispielsweise auch was ich... Ja, genau, das habe ich ja dann im Dezember angefangen, vor einigen Monaten beendet. Das war ja auch dann so ein 3D-Abenteuer. Natürlich vergleichsweise deutlich schlechter als Spyro. Aber es war auf jeden Fall mal was. Also, falls ihr was Jump'n'Runs angeht, auch eher so Mainstream-lastig seid, dann kann ich euch das beispielsweise empfehlen, ja. Oder Glowar, Jinx. Also ich habe hier auf diesem Kanal schon sehr, sehr viele seltene, unbekannte PlayStation 1 Jump'n'Runs gespielt. Wurde mir eigentlich hier auch mal angezeigt, wie viel ich davon gemacht habe? Nee, irgendwie nicht, ne? Haben sie scheinbar potenziell nicht zu Ende gedacht. Sollte ich nicht eher hier auf den Kreuzer kommen? War das nicht so die Grundintention? Ja, was jetzt die verbesserte
Qualität angeht, ich nehme jetzt das Bild halt mit OBS auf und die, das Audio, meine Tonspur wird aufgezeichnet. Ach, der ist schnell, der kleine Wicht. Wird aufgezeichnet durch Audacity. Und ja, also ich habe jetzt hier bei der Videoqualität sollten das jetzt richtige 4K sein. Ich höre aber, muss ich ja zugeben, die Grafikkarte im Hintergrund so ein bisschen den Prozessor, den PC so ein bisschen husten, sage ich mal. Also jetzt nicht ultra krass, das ist noch okay. Ich kann ja mal auch ganz kurz hier mal gucken. Ja, nee, eigentlich. Nee, es ist eher die CPU. Okay, mein Fehler. Ja, das passt. 25%ige Auslastung. Ja, ja, ist okay. Nur ich bin es nicht gewohnt, das zu hören. Das muss ich mich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnen. Notfalls könnte ich nämlich, weil ja laut dem Internet braucht man ja, so da kam ich ja her. Habe ich denn irgendwas übersehen? Laut dem Internet sollte man so zwischen 10.000 Mbits und 30.000 pro Sekunde, Kilobits, ne? Pro Sekunde. Und ich habe halt ja 30.000 eingestellt. Also notfalls könnte man da natürlich noch runtergehen, aber für den Moment lasse ich es erstmal so und hör mal, was er uns zu sagen hat. So ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Meine Maschinen sind kaputt. Und die Zahnräder, die ich für die Reparatur brauche, liegen auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf diesen Wagen springen und sie holen? Warum fliegst du nicht drüber? 50 Zahnräder, okay. Das aber jetzt hier... Nee, auch nicht. Oh doch. Okay, dann kann ich mich auch null... Holy shit, da liegt ja auch viel rum. Warte mal, das ist so eine Geschichte. Ja, werde ich dann erstmal... Genau. Okay, verstehe. Kreisverkehrmäßig, da hätte ich dann natürlich abbiegen müssen. War da nicht auch im ersten Teil sowas oder verwechsel ich das gerade? Probleme mit dem Wagen, was? Benutz einfach die Richtungstasten oder den Analog-Joystick zum Wechseln der Spur. Drück X zum Springen und die Kreistaste, um die Kanone abzufeuern. Ja, oder mach's halt einfach selber, Klugscheißer. Wow, er hat Analog-Sticks erwähnt. Oder verwechsel ich das vielleicht mit Ratchet und Clank? Das könnte natürlich auch sein. So, die Frage ist jetzt natürlich, ob das... Ah, shit, okay, ich muss die alle... am Stück einsammeln. Ja, da wäre natürlich dann dementsprechend Kartenkenntnis gut, aber dieses Metallding sie da, das scheint übernommen gewesen. Da bin ich zu schnell nach rechts gegangen. Okay. Ja, ne, muss man erstmal so ein bisschen einschätzen hier. Und dann gehen wir wieder direkt drauf. Wir müssen ja doch nicht zweimal mit ihm reden. Okay. Ja, dann hier also nochmal den Kreisverkehr bewältigen. Dann einmal rum. Muss ja nicht springen, da kann ja dann einfach zur Seite, darf aber wie gesagt natürlich auch nicht zu schnell. So, und hier würde ich sagen, fährst du dann auch, okay, einmal rum. So, genau. Dann könnten... Nein, da schon! Ja. Oh Gott, ey. Ich kann es nicht erklären, es ist so dumm. Es ist so dumm. Kann ich mir das nicht vielleicht mal vorher... Nee, er springt automatisch drauf. Okay, vorhin dachte ich wäre das gewesen, aber nein, der gute Spyro, das geht nicht, man kann sich die Strecke nicht mal kurz selber anschauen, okay. Dann nochmal den zweiten Kreis mitnehmen. Da ist TNT, okay. Warte mal, hatte ich das vorhin automatisch kaputt gemacht? Problem. Wenn ja, muss ich das unterbewusst gemacht haben. Ah, das ist ja doof, okay, und da ist jetzt auch die... Folge gleich vorbei. Ich werde die Folgen dann erstmal wieder ein bisschen kürzer halten, weil wir ja so mächtig überzogen hatten. Beim letzten Mal so hier. Dann nehme ich den und den. Ja, genau. Er schießt ja. Dann hier böllert das. Nee, Moment. Da war jetzt kein TNT. Kommt wahrscheinlich jetzt erst beim zweiten Mal, ne? Hier rüber. Kann ich das schon mal abschießen? Ja! Ich weiß nicht. Sicher ist sicher, würde ich sagen. So, dann gehe ich jetzt mal nach links. Ach so, ich muss wahrscheinlich die in Anführungsstrichen Weichen umstellen und gegen dieses Tor schießen. Aber wie man sieht, kriegt die Kurve ganz gut hin. Das TNT. Nee, hä? Hat er nicht gemacht tatsächlich.
Vielleicht geht es aber auch gar nicht. Die wollen mich einfach nur dazu bringen, dass ich hier wieder verkacke. Okay, dann... Nee, Moment, das... Schieß... Ja, okay, wow. Das muss man scheinbar wirklich sehr, sehr spät machen. Dann springen hier rüber. Ich, wie gesagt, ich kann mich absolut gar nicht an den Scheiß erinnern. Ja, okay, ja, ne, konnte man jetzt aber auch nicht ahnen, weil man ja da zum ersten Mal war. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, was das heute mit Let's Play Spyro 2, ne, sorry, wie, dass das jetzt, ja, etwas holprig war. Und so, aber ich denke, ja, wir werden uns da dann schon wieder ordentlich eingrooven und dann mal schauen, ne, dass, ob wir das dann hier beim nächsten Mal schaffen können. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.